Hier oben waren wir lange nicht mehr. Können wir hier noch was machen? Oh, der Ärmste. Oh, Schornstein. Schornsteine. Oh, der technologische Fortschritt ist wirklich eine feine Sache. Aber theoretisch müsste das doch jetzt der vom Alchemisten sein, oder nicht? Das funktioniert. Das funktioniert. Schornsteine. Oh, der technologische. Schornsteine. Oh, der technologische Fortschritt ist wirklich eine feine Sache. Den kommen wir auch nicht ran. Ich eben wieder. Oh, oder warte mal. Ist das doch halt wieder so eine Sache wie bei dem Bordell. Ich brauchte erst den Namen. Und ja. Ich kürze das mal ab. Ich brauchte erst den Namen und dann konnte ich das triggern. Kann ich das jetzt machen? Möglich wär's. Ja, hallo, ich bin der Schornsteininspektor. Sieht mächtig heiß. Nicht. Sieht. Verdammt. Das funktioniert. Sieht mächtig. Aber kann ich das jetzt damit so funktion- kombinieren? Nee, geht nicht. Das funktioniert. Ich eben wieder. Oder muss ich irgendwas da? Moment, da muss ich erstmal, weil Rincewind. Warte mal, ich kann ja mal schlecht mal. Kann der jetzt irgendwie. Wow, Rincewind kann doch 4 Gegenstände halten. Ich dachte, der kann nur 3. Okay, ich gebe dir mal hier das Geld. Das behalte ich lieber selbst. Okay. Dann Taschendieb. Verdammt, man hindert mich daran. Ah, das war wahrscheinlich die Sachen, die er dann gesagt hat. Nur wie hier. Verdammt. Okay, alles klar. Ja, sieht normal aus. Warte, jetzt probiere ich das nochmal. Nein, da. Da. Piu. So. Ich kürze das einfach mal ab. Warte mal, kann ich jetzt vielleicht die Puppe? Ja klar, warte, macht doch Sinn. Weil das ist doch hier, ne? Oh, eine Puppe des fröhlichen Schneevaters. Ne? Weihnachtsmann? Schornstein. Alter, klar, macht doch voll Sinn. Oh. Das ist aber ein fetter Brand. Schornsteine. Oh, der technologische Fortschritt ist wirklich eine feine Sache. Ja, wem sagst du? Kann das jetzt warte mal. Eigentlich müsste das doch jetzt hier oben fett qualmen, oder nicht? Schon gleich, keine abkürzen. Einfach Escape. So. Warum qualmt das nicht? Oh. Okay, jetzt aber, oder? Kleines Fass. Kamin. Ah, sehr schön. Brauchst du Streichhölzer? Nein, danke. Hab selbst welche.
Diese Sache ist recht anstrengend, weißt du? Ich gebe mir so große Mühe mit dir, obgleich ich mich mit tausend anderen Dingen beschäftigen könnte. Sehe ich so etwas wie Dankbarkeit? Nein, wohl kaum. Bitte folge mir nicht dauernd. Hoffentlich ist dir klar, dass ich mir die Hände wund arbeite. Oh, der Typ ist so gut. Nice. Okay. Kann ich jetzt gehen? Nein! Alter, geh raus! Reset! Alter, bist du doof? Geh raus! Kann ich jetzt, warte mal. Oder muss ich hier? Okay. Bind. Kann ich nicht... Junge! Ah! Okay, alles klar. Hab dich gesehen. Okay, na dann. Zündschnur. Alter, ich hoffe, der Typ ist gut versichert. Neues. Huch. Was habe ich denn jetzt eingesammelt? Bürste. Schornsteinbürste mit goldenem Griff. Hab dich, du Bürstenschwingender und Schornsteinreinigender. Schornsteinreiniger. Derzeit habe ich. Okay. wie sieht das jetzt hier drin aus? Was? Was? Nee, sorry, das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du mir beim besten Willen nicht erklären. Also erzählen. Also. Die ganze Bude ist in die Luft geflogen. Also. Nee. Alter. So. Nein, nein, geh weit, nein. Oh, verflammt. Ich schneide das mal eben. So, dann bin ich wieder. Ich habe das jetzt einfach mal rausgekattet, den ganzen Weg. So. Warte mal, Scheune. Ich gehe mal wieder zu Cody. Kann ich dir schon die Sachen geben? Gut. Für jemanden mit weicher Haut bist du gar nicht so übel. Danke. Nun ans Werk. Oh. You made a friend. So. Gut. Für jemanden mit... Danke. Nun... Er guckt immer so überrascht. So. Kelle. Gut. Für jemanden mit weicher Haut. Danke. Nun. So, was hat man noch? Wir hatten. Hatten wir nicht noch den Zahn? Ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten noch den Zahn, oder? Das. Das funktioniert. Du sollst da durchgehen, Junge. Also, wir hatten jetzt den Schornsteinfeger, wir hatten jetzt den
Fischer? Den... Naja, also ich den Abflusstypen... Kann ich durch? Hau ab, wer? Ich? Warte mal, ich mach erstmal hier wieder... Abspeichern. So, erstmal fett abspeichern. So. Das funktioniert. Ich schätze, keiner von euch will sehen, was... Nein, einen Augenblick. Oh. Was wollen wir nicht sehen? Nun, was haltet ihr davon? Wieder der falsche Sprecher. Vielleicht einen Schokoladenauflauf? Nein, nein, er scheint mir irgendwie vertraut. Ein Nilpferd? Hm? Nein, kein Nilpferd. Ein Talghaufen? Nierenfett? Ich hab's. Es ist deine Frau. Meine Frau ist nicht dick. Völlig falsche Charaktere, ey. Was ist denn da los? So. Warte mal, jetzt haben wir hier die Badewanne. Kann ich jetzt vielleicht... Das funktioniert. Okay, jetzt aber hier Schaumbad. Die sollten wir nicht vergessen. Hä? Die sollten wir nicht vergessen. Wie? Das funktioniert. Die sollten wir nicht vergessen. Sich verarschen? Das funktioniert. Junge, jetzt kippt da jetzt entweder das Schaumbad rein oder... Das letzte Mal einen so großen Ring gesehen habe, tanzten Druiden darum herum. Das funktioniert nicht. Ja, eindeutig ein Hutständer. Hm. Mach ich noch was? Spiegel. Das funktioniert. Oh, ein größerer Spiegel mit Lampen dran. Nee, das ist eine Laterne, ne? Das bringt ja nichts. Das funktioniert nicht. Nee, das bringt nichts. Na gut, müsste erstmal Wasser eingelassen werden. Wir müssen ja mit dem Typen da irgendwas machen. Ach, na eben! Komm! Du stinkst! Larry ist schmutzig! Larry will baden! Praktische Kritik ist immer deutlicher als viele Worte. Ja, also Leute, wenn ihr beim nächsten Mal zu einer Mario-Bart-Show geht. Aber es ist doch ein bisschen zu einfach jetzt, oder? Das ist überhaupt keine Überraschung. Der Igel ist in jedem Fall besser dran. Oh, Larry, Macht! Endlich Macht! Macht, Larry! Larry! Ich bin geboren, um die Welt zu dominieren, Larry. Jetzt müssen die Leute lachen. Komik wird zur Pflicht. Dreimal am Tag muss es zu spontaner Ausgelassenheit kommen. Alle sollen lachen, bis sie umfallen. Ein goldenes Zeitalter, Lachi, ein goldenes Zeitalter. Lachi. Okay, kann ich dem jetzt... Warte, das habe ich ja hier, Inventar. Da. Jetzt Badewanne. Mein Hut ist bestimmt größer. Warum gefallen ihm goldene Glocken? Nimm mit. So. Extra schaumig. Blasen. Das funktioniert nicht. Schatz. Blasen.
Das funktioniert nicht. Natürlich. Huch. Das funktioniert. Es stimmt, was man über Männer mit großen Hüten sagt. Ja. Was sagt man denn? Ob mit ihm alles in Ordnung ist? Ja, nimm doch mit. Was? Nein, da, Larry, na. Das funktioniert nicht. Okay. Die Ärmsten. Okay, gebe ich denn jetzt noch die Glocke? Na, Truhe. Eine Narrenkappe mit. Ja, komm, hier. Damit Cody wieder staunen kann. Gut. Für jemanden mit weicher Haut bist du gar nicht so übel. Danke. Nun ans Werk. Ja. So. Haben die keinen Bock mehr? Oh. Ich guck mal. Haben die noch irgendwelche Infos für mich? Das ist mein Buch mit ganz besonderen Puddingrezepten, teuerster. Es enthält spezielle Ingredienzien, die es zu einem sehr wirkungsvollen Liebestrank machen. Ein Schluck genügt, um dich in die erste Person verlieben zu lassen, die du siehst. Zu Hause bereite ich gerade etwas zu, wirkt bestimmt Wunder bei dir. Lieber Himmel, in der Gesellschaft, die ich in letzter Zeit hatte, sollte ich so etwas besser nicht trinken. Okay. Hast du noch was? Hallo, großer Junge. Oh. Was hat es mit dieser Schlange auf? Ja, hier werden Genehmigungen. Im Ja, wie ist dein netter. Der Hut. Teuerst? Okay. Ich schätze. Hallo, ich war. Oh, ich kriege sie. Okay. Noch immer hier? Das ist das Problem mit dem Feudalismus. Schlange stehen hat kaum Sinn in einer. Naja. Na? Ich mische hier raus, danke. Ups. So, raus. Ja, in den Schatten war ja noch was. Das war ja halt dann eine Leiter und dann dadurch, wo der Typ pennt, aber. Na? Ich finde irgendwie die Maus gleich aus dem Bild. Das ist irgendwie. So. Na? Truhe? Leiter. So, na, geh also durch. Der lässt einen aber nicht. Warum lässt er mich ein nicht? Typischer Schuppen, wie malerisch. Muss ich noch irgendwas mit der Leiter machen? Weil ich. Ups. Das funktioniert. Na. Ruhe. Nein. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert. Mit das Bildfaden. Was? Damit es beim Aufdingens kein Geräusch macht? Oh. Oh, clever. Da habe ich ehrlich gesagt nicht mehr drauf, überhaupt nicht drauf geachtet, dass. Hat er da weitergepinnt?
Ah. Oh. Ganz offensichtlich hat hier jemand Gelegenheit zu einem Nickerchen gefunden. Wie ist der Typ aber hierher gekommen? Der hat ja keine Leiter, ne? Ein goldener Dietrich. Das ist ein Schlüssel. Dammit. Kann ich... Ah, hier klar, mit dem Federkitzel. Und jetzt den Schlüssel. Boah, sieht der Alter, sieht der geil aus. So ein billig. So. Kann ich das wieder mitnehmen? Tatsache. Alter, das ist geil. Woher braucht man die Leiter überhaupt noch? Goldener Dietrich. Woher braucht man die Leiter noch? Eine umwickelte Leiter. Sure, why not? Müsste ich jetzt aber nicht irgendwie alles haben? Ja, wobei das ja noch das, die Sache mit dem Zahn. Nein? Oder warte mal, oder muss ich das noch mal machen, weil mir das Spiel zwischendurch mal abgeschmiert ist? Guck ich mal. Straße. Tatsache. Das muss ich nochmal machen. Oh, aua. Oh, ich spüre den Schmerz gerade. So ein bisschen. Alles klar. Ich wusste doch, dass wir den Zahn hatten, aber ja, uns ist das Spiel ein paar Mal abgeschmiert, deswegen müssten wir das Ganze nochmal machen. Wie wir es eben gerade nochmal ein. So, jetzt müssen wir aber alles haben. Wir haben den Zahn und jetzt haben wir einen goldenen Dietrich. Zumindest fällt mir jetzt kein weiterer ein. So, Zahn. Da, guck. Gut. Für jeden. Danke. Nun. So. Und jetzt der Dietrich. Ah, jetzt habe ich sie. Endlich bin ich frei. Yay! Gut. Nun, ich nehme an, du kehrst jetzt heim. Ja, bestimmt willst du in deine gemütliche Dimension zurückkehren, um dort den Schwanz hochzulegen und dich zu entspannen, nicht wahr? Nein. Jetzt ist die Zeit gekommen, Rache zu nehmen. An dieser jämmerlichen Welt. Was? Zuerst nehme ich mir die Mitglieder der Bruderschaft vor. Anschließend kommst du an die Reihe. Why? Aber mich trifft überhaupt keine Schuld. Du warst dabei. Ja, aber... Nimm dir für heute Abend nichts vor. Okay, fair point. Stimmt. Wir waren bei der Bruderschaft dabei und bei der Versammlung, also bei der Beschwörung. Well, das ging ja jetzt nicht so gut.